zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Lesung des Buches von Martin Luther, geschrieben 1545, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, von Jörg. Stunde der Wahrheit. Es ist heute die 13. Lesung, die ich am 5. Oktober 2017 einlesen möchte. Noch knapp 25-26 Tage bis zum Reformationstag, dem Tag, wo sich das angebliche Anschlagen der 95 Thesen an die Kirchentür oder Schlosstür in Wittenberg zum 500. Mal verjährt. Und wie ich vorher bereits sagte, es gibt gar keine wahre geschichtliche Aufzeichnung davon, ob Luther die jetzt an die Kirchen- oder Schlosstür genagelt hat, die Thesen oder nicht. Wo es eine geschichtliche Aufzeichnung von gibt, ist, dass er sie veröffentlicht hat. Und zwar erst in Latein. Und dass er mit diesen 95 Thesen derjenige war, und dass es einzigartig unter allen sogenannten, zwischen Anführungszeichen, Reformern, der die römisch-katholische Kirche mit einer Veröffentlichung öffentlich angefallen hat. Natürlich war Luther nicht der erste Protestant. Es gab Leute wie Tyndale, es gab Leute wie John Wycliffe aus dem 14. Jahrhundert bereits, John Huss aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, der ja im Konzil von Konstanz dahin gelockt wurde und dann exekutiert wurde von der römisch-katholischen Kirche. Es gab, zwischen Anführungszeichen, Reformer vor Luther. Natürlich. Es gab durch die ganzen Jahrhunderte davor Protestanten, wie zum Beispiel die Hussiten, wie die Longobarden, wie also die Lollards, wie die Waldenser, wie die Albigenser und andere Völker, deren Namen wir noch nicht mal kennen. Die werden wir vielleicht dann treffen, wenn wir dann meine neue Buchlesung über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter lesen. Das ist ja 1800 und Seiten. Und da werden wir eine ganze Menge über solche Dinge lernen. Aber was einzigartig an Luther war, er war derjenige, der seine Anklagen über die römisch-katholische Kirche öffentlich vorgebracht hat und ein Papier veröffentlicht hat, das er öffentlich angeschlagen hat oder auch nicht, das er hat drucken lassen und verteilen lassen, dass jeder es lesen konnte, erst in Lateinisch, dann in Deutsch. Und darauf basierend hat er dann seine anderen Schriften gemacht, von denen er einige bis 1520 veröffentlicht hat, unter anderem an den christlichen Adel deutscher Nation, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Sehr, sehr, sehr wichtige Schreiben. Und in derselben Spielliste, wo ihr dieses Video findet, sind ja auch die Videos drin von an den christlichen Adel deutscher Nation. Das habe ich auch in die Luther 2017 Spielliste gemacht. Das sind zwei Teile von in total knapp 2 Stunden. Heißt halt an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung 1520. Und damals hat Luther schon erkannt, was das Problem mit den Konzilien war, wo wir ja im ersten Teil dieses Buches ausführlich drüber gesprochen hatten und auch hier immer nochmal drauf zurückkommen. Luther war der Einzige, der die römisch-katholische Kirche auf diese Art und Weise angeklagt hat. Wycliffe hat eine Bibel übersetzt ins Englische. Tyndale hat eine Bibel ins Englische übersetzt, die dann die English Bible hieß für eine ganze Zeit lang, wo König Hendrik VIII. Dafür gesorgt hat, ein Jahr nachdem Tyndale in Vilvoorde hier in Belgien auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt wurde, dass diese Bibel in der Kirche überall ausgelegt wird. Aber niemand hat vorher ein Schreiben veröffentlicht, in dem er
wie Luther es in den 95 Thesen getan hat, den Ablasshandel angeklagt hat, die im Grunde Simonie des römischen Katholizismus angeklagt hat, denn Ablasshandel ist nichts anderes als Simonie. Simonie, wissen wir, ist das Kaufen kirchlicher Ämter, aber eben auch das Verkaufen sogenannter Erlösung, ja, durch das Verkaufen von Sünden oder Sündenerlass nach dem Motto. Das hat vor Luther niemand gemacht und das hat auch nach Luther niemand gemacht. Ja, die Leute haben dann Bücher geschrieben, das schon, das hat Luther auch. Aber dieses öffentliche Anschlagen der Thesen, diese öffentliche Anklage gegen den Antichristen, das ist einzigartig an Luther. Und dessen sollten wir uns auch gedenken. Es gibt viele Leute, die meinen, Luther war schlecht wegen dies und Luther war schlecht wegen das. Ich sage immer nur von, messt die Leute doch an ihren Taten. Und dass Luther uns mit den Anschlägen der Thesen und seinen dann danach kommenden Schriften, die ich ja gerade eben schon genannt hatte, wo er dann zum Konzil in Worms da berufen wurde, ne, zu dem Edikt in Worms, wo er dann widerrufen musste vor dem Kaiser und im Grunde dem Papst und es nicht getan hat, das ist einzigartig an Luther. Und seine Standfestigkeit hat viele Fürsten in damals Deutschland überzeugt, um der Bibel mehr zu glauben, denn dem Papst. Und das hat dafür gesorgt, dass wir eine protestantische Nation wurden, dass Deutschland, also zumindest der nördliche Teil, eine protestantische Nation wurde. In Bayern wurde Mitte des 16. Jahrhunderts noch jeder verbrannt, wenn er eine Bibel besaß. Da hat die Reformation niemals Fuß gefasst. Und ich nenne es nicht so gern Reformation, weil ihr ja wisst, die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans und nicht reformierbar. Also von daher nenne ich es lieber das Zeitalter der Protestanten. Und da sollten sich einige Leute heute vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen und sagen von protestieren, ja was denn? Das Protestieren, was Luther hier mit seinem Buch 1545 gemacht hat. Luther schreibt auf über 80 Seiten in diesem Buch die biblischen, historischen und prophetischen Gründe auf, warum das Papsttum und nur das Papsttum der Antichrist ist. Nicht irgendeine Person in der Vergangenheit, Nero oder Caligula oder sonst jemand, der aus dem Präterismus kommt. Und die Präterismuslehre wurde erst 1614 in die Welt gesetzt durch Louis de Alcazar. Und auch niemand, der in der Zukunft kommt, wenige Jahre vor Jesus Christus zweitem Erscheinen. Eine einzelne Person, die der Antichrist ist, was die futuristische Lehre ist, die zurückgeht auf die Lehre von, wie heißt er wieder, Francisco Ribera. Von 1585 bis 1590 hat er sein Buch geschrieben, starb dann 1591 und der hat das in die Welt gesetzt und dann natürlich Kardinal Bellarmine, der Jesuit, der das dann übernommen hat, dann auch noch später und verstärkt hat. Und alle späteren Bibeln nach der König-James-Bibel, also die ersten paar Jahrhunderte gab es ja nur die König-James-Bibel, das Bibelfälschen fing ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts an, davor gab es nur die König-James im Allgemeinen. Und diese ganzen anderen Bibeln, wie dann zum Beispiel die Schofield-Bibel oder auch andere, die sind auf eine Art und Weise geschrieben, die eben die Theorie des zukünftigen Antichristen unterstützen. Deswegen sind so viele Leute verwirrt, weil in diesen neuen Bibeln, die wir heute überall bekommen können, die sind auf eine Art und Weise geschrieben, dass die Identifikation des Papsttums als Antichrist nicht mehr gegeben ist. Deswegen ist es so wichtig, sich alten Bibeln zuzuwenden, wie ich jetzt hier mache, halt mit der Luther 1545, aber wie gesagt, auch im letzten Video oder im Video davor kam ja auch wieder mal, habe ich ja, glaube ich, in das Video mit reingeschrieben, eine falsche Übersetzung. Ne, da ging es darum, dass man einander die Fehler beichten soll, ne? Also die Brüder, die christlichen Brüder untereinander hier auf dieser Welt sollen einander ihre Fehler erzählen und nicht ihre Sünden, ne? Wie es in der Bibelübersetzung, in der deutschen Bibelübersetzung steht, in der König James steht, von profess your faults one to another, ne? Also gib einander die Fehler zu, nicht die Sünden.
Aber wie gesagt, das sind halt Übersetzungsprobleme, die ich weiß nicht, woher kommen. Ich weiß nicht, ob Luther sie damals reingemacht hat oder ob sie kommen, weil die Lutherbibel 1545 als PDF, die ich heute bekommen kann, nicht die ist, wie Luther sie damals natürlich geschrieben hat. Ich gehe mal vom Zweiten aus, dass Luther mehr oder weniger fehlerfrei war damit. Aber er hat sich dann eben an die Arbeit gemacht und hat die Bibel übersetzt und seine deutsche Bibelübersetzung, die 1522 fertig wurde, hat dafür gesorgt, dass halb Europa das Wort Gottes lernen konnte und dass dadurch auch auf Regierungsebene viele Fürsten, Könige dem Papsttum abgesagt haben und dem Protestantismus zugelassen haben und der Papst seine Macht verloren hat, zum großen Teil. Und das ist eine Errungenschaft von Luthers Arbeit. Das kann niemand bestreiten. Da mag er hier und da noch theologische Fehler gehabt haben, aber wer hat das nicht? Wir müssen uns doch mal über ein Ding klar werden. Rechtfertigung geschieht von einem auf den anderen Moment. Die Heiligmachung ist ein Prozess, der das ganze Leben über funktioniert. Das ist ein stetiger, werdender Prozess. Gerechtfertigt werden wir von einer Sekunde auf die andere. In dem Moment, wo Jesus Christus uns zu sich ruft, wo der Herr sich zu uns ruft und wir Jesus Christus als unseren Erlöser akzeptieren. In dem Moment werden wir gerechtfertigt vor unserem Herrn. Aber die Heiligmachung, die ganze, wie man das eben auch nennen kann, die Annahme davon, die Weihe, ja, dessen, das ist ein Prozess. Und je mehr wir uns in der Heiligen Schrift informieren und je mehr Weisheit wir aus der Heiligen Schrift bekommen, dadurch, dass wir sie lesen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, desto mehr werden wir heilig und heilig gemacht und können auch das Wort Gottes annehmen und leben in uns. Rechtfertigung ist instanziell, also von einem Moment auf den anderen, aber die Heiligwerdung ist ein Prozess. Na, so war es bei Martin Luther auch. Er wurde römisch-katholisch erzogen, er ist einem römisch-katholischen Mönchsorden eingetreten, er war Professor an der Universität, katholischer Professor. Er hat dann die Fehler erkannt, aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis er alle Fehler erkannt hat, wenn er sie überhaupt alle erkannt hat in seinem Leben. Na, er hat sie nicht alle erkannt, weil ich werfe Luther zum Beispiel immer noch vor, dass er nicht über den Sabbat weitergegangen ist. Und ich habe selbst mal drüber gelesen, als die Sache zur Sprache gebracht wurde bei ihm, da sagte er: Ich habe meine Hände voll genug damit zu tun, mit der Arbeit, die ich jetzt mache, als dass ich mich auch noch um den Sabbat kümmern könnte. Und viele Leute würden ihn wahrscheinlich dann noch mehr angreifen, als sie damals schon getan hatten. Deswegen habe ich im Englischen mal ein über 3 Stunden langes Video gemacht darüber. Why didn't the reformers go all the way? The Sabbath question. Also warum sind die Reformer nicht den ganzen Weg gegangen? Die Sabbatfrage. Und da kommen einige Dinge an zu Bord, die man eben auch aus dem Konzil von Trient rausholt. Und wer zu mir sagt von Jörg, der Sabbat ist nicht mehr gültig, ja, der sollte sich mal den Katechismus des Konzils von Trient angucken und dann mal sagen und dann mal sehen, was die römisch-katholische Kirche dazu sagt und dann sehen, ob er sich lieber an das hält, was die römisch-katholische Kirche sagt oder an das hält, was die Bibel sagt. Entschuldigung für diese lange Einleitung von doch inzwischen 13 Minuten, aber ich fand es mal notwendig, darauf zu weisen, wo wir hier jetzt zum Ende des Buches hinkommen. Nicht, weil ich hier ein Video voll kriegen will oder so, aber es ist eine Botschaft, die ich gerne loswerden möchte. Dass wir uns daran erinnern, wie viel wir heutzutage Martin Luther und der Reformation überhaupt zu verdanken haben oder dem Protestantismus zu verdanken haben. Denn ohne den Protestantismus, ohne den Protest, dass der Papst der Antichrist ist, würden wir nicht heute hier sitzen und die Freiheit haben, diese Videos zu machen und zu schauen und anzuhören. Ja? Dann würden wir nämlich immer noch im römisch-katholisch kontrollierten dunklen Zeitalter sitzen. So einfach ist das. Das Licht in diese Welt ist gekommen durch die Arbeit Martin Luthers, durch die Verbreitung seiner Bibel in halb Europa. Das war zu viel, das konnte die römisch-katholische Kirche nicht mehr aufhalten. Jahrhundertelang hat sie die Menschen verbrannt, zusammen mit ihren Bibeln, wenn sie Bibeln besaßen, das ging nicht mehr. Sie hatten damals nicht die Mittel. Wenn das heute passiert wäre, dann hätten sie wahrscheinlich ein paar Neutronenbomben oder Atombomben geschmissen auf Deutschland und dann wäre da Ruhe gewesen. Dann kommt da nichts mehr draus, aber das hatten sie damals noch nicht. Also mussten sie, wenn sie die Bibel nicht mehr den Leuten wegnehmen konnten, dann mussten sie den Leuten die Bibel verfälschen.
Ja, wenn ich eine verfälschte Bibel gebe, ist es genauso gut, als wenn ich gar keine gebe, weil die Leute können da ihr Wissen nicht draus beziehen. Und das ist das Wichtige. Das Wissen, das uns der Heilige Geist durch das Lesen, durch das Studieren des Wort Gottes gibt. Und das hat halt damals das dunkle Zeitalter beendet. Und das ist jetzt knapp 500 Jahre her. Und da möchte ich gerne nochmal den Nachdruck drauf gelegt haben. Ich fahre jetzt fort, in dem Buch zu lesen. Auf Seite 77, für diejenigen, die gerne mitlesen möchten, den zweiten Absatz. Hie darf es keines juristischen Prozesses. Ich habe das zwar im letzten Video auch schon gelesen, aber ich gehe gerne nochmal ein, zwei Absätze zurück, dass wir da wieder reinkommen in diese nächste Lesung und möchte jetzt hier auf Seite 77 in dem Absatz fortfahren. Hie darf es keines juristischen Prozesses. Noch des langen Rechten, Exzeption, Appellation, alle Sachen sind notoria de facto et jure. Offenbarlich, also offenbar, ist die Tat des Papstes. Offenbarlich ist das Mandat unseres Herrn Jesu Christi. Ah, hie schweige still, Jurist, schweige still, Theologen, Kaiser, Könige, ja, auch die Engel im Himmel sind alle und alle Kreatur. Es redet hie und richtet der, der nicht Frauenmilch, sondern Jungfrauenmilch gesogen hat und am Kreuz so arm gewesen ist, wie wir in Matthäus 8, Vers 20 lesen, dass er nicht hatte Raum, sein Häupt zu legen. Und doch, dass selbst das Paradies, wie in Lukas 23, 43 und Himmelreich, schenkt dem Schächer, dem Räuber, der zusammen mit ihm gekreuzigt wurde, und in der Krippen von allen Engeln, in Matthäus 2, Vers 11, im Himmel angebetet ward, also angebetet wurde, ja, derselb Herr ist, der hie urteilt und spricht. Jesus Christus urteilt und spricht hier. Der Papst soll ein Heide sein, weil er nicht hören will, sondern rühmet dazu als eine große Heiligkeit solchen einen verstockten Ungehorsam. Denn eben also befahl er den Aposteln, sie sollten alle Welt straffen, um der Abgötterei willen, die offenbarlich da war, und nicht zuvor sich ins Recht begeben mit den abgöttischen Heiden, sonst wären sie nimmermehr zum Predigamt kommen. Demnach nehme ich der heiligen christlichen Kirchen, ja, des Herrn Jesu Christi Urteil an und verkünde es mit dieser Schrift. Ja, das ist, was Martin Luther hier mit diesem Buch macht. Er nimmt das Urteil der heiligen christlichen Kirche, die nicht die römisch-katholische Kirche ist, an. Er nimmt das Urteil des Herrn Jesu Christi an und verkündet es mit dieser Schrift, wie ich auch oft getan habe. Allen, die es nicht wissen oder verstanden, dass der Papst, ja das Papsttum selbst, welches nicht hören will, noch kann für seinen Dekreten, eitel, heiden und heidnisch sündlich Ding, von Gott verdammt und aus seiner Kirchen verworfen, das ist, des Teufels und unchristlich Regiment sei, dafür sich jedermann segnen und zu fliehen, da wieder zu beten und zu tun schuldig sei. Ein wichtiger Satz, den ich gerne gut verstanden wissen möchte. Deswegen werde ich ihn nochmal etwas eingekürzt auf neuerem Deutsch erklären. Demnach nehme ich der heiligen Kirchen, ja sogar des Herrn Jesu Christi Urteil an und verkünde es mit dieser Schrift, also das Buch, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wie ich auch oft schon vorher getan habe, ja, weil Luther hat schon 1520er Jahren den Papst als Antichrist identifiziert, und allen, die es nicht wissen oder verstanden, dass der Papst ja das Papsttum, welches selbst nicht hören will, aber auch nicht hören kann, durch alle seine Dekrete, eitle, heiden und heidnisch sündlichen Dinge von Gott verdammt und aus seiner Kirche verworfen, das ist des Teufels und unchristlich Regiment sei. Dafür oder deswegen, ganz wichtig, dafür sich jedermann segnen oder zu fliehen, da wieder zu beten und zu tun schuldig sei. Jedermann, jeder, der sich Christ nennt, ist also dazu verpflichtet, dieser Kirche zu entfliehen,
dagegen zu beten, und das ist unsere Pflicht und unsere Schuldigkeit, sagt Luther in diesem Absatz. Wenn wir nun solch Urteil wissen, so tun wir wahrlich nicht fein, sonderlich Kaiser und Könige, Fürsten und Herren, denn die Prediger und Bischöfe der Kirchen werden sich wohl recht hierin halten, dass sie den Papst für einen Teufel schmücken, loben und zieren werden, dass sie doch sogar schändlich ihnen lassen im Maulmehren trumpeln und äffen. Den Satz nochmal ohne die Klammer dabei. Wenn wir nur solch Urteil wissen, so tun wir wahrlich nicht fein, sonderlich, also ausgenommen, Kaiser und Könige, Fürsten und Herren, dass sie doch sogar schändlich ihnen lassen im Maulmehren trumpeln und äffen. So sie doch, wo sie Christen sein wollten, sich billig sollten schuldig erkennen, den verfluchten Heiden zu Rom, wie er verdient hätte zu handeln. Sie machen sich teilhaftig alle der Sünden, so der heidnische Teufel zu Rom in der Kirchen geübt hat, so viel 100 Jahr, und aller Bücher, Dekretal, Sext, Clementin, Extravagant, Bullen, das ist alles Teufels Drecks und Stanks, damit die Christenheit erstickt und erwürgt ist. Mir ist's gewiss, dass, wo der Papst nicht wäre, der Türke, welch Teufel des Papst Teufel, Vetter, Schwager und Schwester ist, hätte solchen großen Gewalt nicht bekommen. Dieser letzte Satz ist so was von wichtig, dass ich da nicht so einfach den mal lesen kann und das dann so im Raum stehen lassen kann. Diesen Satz müssen wir sehr gut verstehen, weil Luther sagt hier, dass der Türke, und damit meint er den Islam, der Islam ist des Teufels, des Papstteufel, er ist sein Vetter, er ist sein Schwager und er ist seine Schwester. Also vom Teufel. Ja? Der Türke, also der Islam, nicht der Türke, die Nationalität. Luther beschränkt das hier auf Türkei. Heutzutage ist der Islam ja viel weiter verbreitet. Damals war es hauptsächlich der Türke, wie wir ja auch geschichtlich wissen, der Anfang des 16. Jahrhunderts da vor Wien stand. Also ich habe nichts gegen Türken, versteht das bitte richtig. Es geht hier aus dem geschichtlichen Zusammenhang heraus. Dass Luther sagt, mir ist's gewiss, dass wo der Papst nicht wäre, der Türke, welch Teufel des Papst, Teufel, Schwester, Schwager und Schwester ist, hätte solchen großen Gewalt nicht bekommen. Das Buch heißt ja, das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ja, also es gibt ja keinen Zweifel mehr nach allem, was wir bis jetzt gelesen haben, dass der Teufel das Papsttum gestiftet hat. Steht ja auch ganz deutlich drin in Offenbarung 13, wo wir das nachlesen können. Ich nehme das hier eben mal zur Hand. Ja, Offenbarung 13, das kennt ihr ja alle. Da werde ich mal eben hier die Lutherbibel öffnen. Und da steht dann ja auch drin, und beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kriegen? Ja. Das ist Offenbarung, Vers 13, Offenbarung 13, Vers 4. Und in Offenbarung 13, 2 lesen wir es auch. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seine Stuhl und große Macht. Nun, dass in der Bibel der Drache oder die Schlange der Satan ist, der Teufel ist, das muss ich ja nun nicht groß erklären. Das kann ja jeder auch in der Bibel selber nachlesen. In Offenbarung 13 steht also genau das, wo Luther hier ein ganzes Buch von über 80 Seiten drüber schreibt, genau drin. Dass nämlich das Papsttum vom Teufel gestiftet ist. Ne? Offenbarung 13, Vers 2, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Ne? Der heilige Stuhl, ne? Er gab ihm seinen Stuhl. Und, schreibt Luther hier, dass der Türke, also der Islam, des Teufels Vetter, Schwager und Schwester ist. Oder eben auch des Papstes Vetter, Schwager und Schwester ist. Hier legt Martin Luther einen ganz wichtigen und deutlichen Zusammenhang zwischen dem
Antichristen auf der einen Seite und dem Islam auf der anderen. Das, was uns Jahrhunderte später Alberto Rivera bestätigt hat, dass der Vatikan den Islam gegründet hat, schreibt Luther hier in anderen Worten auch in diesem Satz. Mir ist gewiss, sagt er, dass wo der Papst nicht wäre, der Türke, welches Teufel des Papst Teufel Vetter, Schwager und Schwester ist, hätte solchen großen Gewalt nicht bekommen. Mit anderen Worten, wenn der Papst nicht wäre, hätte der Islam die große Gewalt nicht bekommen, die er hat. Was ist das anders, als die zwei miteinander zu verbinden und zu sagen, ohne den einen und die Macht des einen wäre der andere gar nicht? Genau das ist das. Ein Satz, über den man ganz leicht hinweglesen könnte, wenn man nicht das richtige geschichtliche Verständnis hat. Und das ist genau das, was ich versuche, euch in diesem Buch nahe zu bringen. Das richtige geschichtliche Verständnis. Oben auf Seite 78 schreibt Luther: Mir ist gewiss, dass, wo der Papst nicht wäre, der Türke hätte solche großen Gewalt nicht bekommen. Weil der Türke des Teufels Papst, Vetter, Schwager und Schwester ist. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und wie gesagt, der Türke ist nur ein Synonym für den islamitischen Glauben. Denkt da mal ein wenig drüber nach. Und natürlich in der Welt heute, wenn man das mit richtigen Augen sieht, dann merkt man ja, dass der Türke immer vorgeschoben wird oder der Islam immer vorgeschoben wird als terroristische Vereinigung, ne, ISIS, wo sie jetzt vor ein paar Tagen in, glaube ich, Las Vegas da wieder so einen Anschlag hatten. Ist das ein False Flag oder kein False Flag, weiß ich nicht. Mit mehr als 50 Toten, die da in Las Vegas, übrigens der Beiname von Las Vegas ist Sin City, ja, die Stadt der Sünde, wo da mehr als 50 Menschen erschossen und mehrere hundert wohl verletzt wurden. Das ist ja auch wieder so ein Fall, den ISIS für sich reklamiert gemacht zu haben. Alle Welt guckt auf den Islam und lässt natürlich deswegen den Papst vollständig aus den Augen, ne? Und das ist eben die Aufgabe des Papstes. Das ist die Aufgabe der römisch-katholischen Kirche, mit all diesen ganzen Ablenkungen dafür zu sorgen, dass im Endeffekt dann der Papst, die römisch-katholische Kirche und sein Oberhaupt, der Antichrist, als Vermittler und Friedensstifter auftreten kann. Das war schon immer und ist eben auch ihre Absicht. Deswegen ist der Satz hier so wichtig. Ich lese ihn nochmal. Und zwar die Essenz des Satzes. Mir ist's gewiss, dass wo der Papst nicht wäre, der Islam hätte solche große Gewalt nicht bekommen. Der Islam hat also die Macht nur, weil der Papst da ist. Weil der Papst das ist, was er ist. Das sagt Luther hier ganz deutlich. Und das ist auch ganz deutlich für diejenigen, die die Bibel als ihre oberste Autorität akzeptieren. Für all die anderen, das sind Spotter, die sowieso nicht an das Wort Gottes glauben, dass die immer mit irgendwelchen anderen Argumenten kommen, das wundert mich überhaupt nicht. Deren Kommentare werde ich übrigens auch rigoros von diesem Video löschen, was da angeht. Wenn ihr nicht die Bibel als euren Felsen habt, und zwar die richtige, wahre Bibel, und damit Jesus Christus nicht als euren Felsen habt, nicht als euer Fundament habt, dann müssen wir gar nicht miteinander schnacken, weil dann reden wir aneinander vorbei. Das sage ich nicht böse, aber das sage ich bestimmt. Mir ist's gewiss, wo der Papst nicht wäre, der Türke hätte solchen großen Gewalt nicht bekommen. Wenn's den Papst nicht gäbe, dann würde der Islam nicht die Gewalt oder Macht haben, die er hat. Martin Luther fährt fort. Weil nun der Papst kein Christ ist, noch heißt, sondern aus der Kirchen verworfen durchs Urteil und Gebot Christi ein verdammter Heide,
nicht soll Richter noch Herr sein in der Christi, in der Kirche Christi, viel weniger ein solcher verteufelter Mensch der Sünden und Kind des Verderbens. So sind alle Kaiser, alle Könige, Bischöfe schuldig, ihren getanen Eid und Pflicht zu lassen und dawider mit aller Macht zu tun, welchen auch der Papst, wenn er gleich ein Bischof zu Rom wäre, nicht Recht noch Macht hätte zu fordern. Muss ich auch diesen Satz vielleicht ein wenig erklären, worum es hier geht. Eben weil der Papst kein Christ ist, sondern ein verdammter Heide und nicht Herr noch Richter über der Kirche Christi sein kann, sondern er ein verteufelter Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens ist, darum sind alle Kaiser, Könige und Bischöfe, jetzt lassen Sie uns mal eben übersetzen ins 21. Jahrhundert, alle Bundeskanzler, alle Ministerpräsidenten und Präsidenten eines Landes und alle Könige und Sultane und was weiß ich nicht noch, es für Name, es für Bezeichnungen für Herrscher alles gibt, alle die sind schuldig und zwar gegenüber Jesus Christus, ihren getanen Eid und ihre Pflicht gehen zu lassen, nicht zu erfüllen und dagegen mit aller Macht zu tun, welchen auch der Papst, wenn er gleich ein Bischof zu Rom wäre, nicht Recht noch Macht hätte zu fordern. Also, die Ministerpräsidenten, Bundeskanzler, Präsidenten, Könige, Bischöfe auch, Kardinäle kann man damit einbeziehen, Sultane, Imame, was weiß ich nicht, was es da alles für Titel gibt, haben ihre verdammte Pflicht gegenüber Jesus Christus, um ihren Eid, den sie dem Papst geschworen haben, um diesen Eid zu entsagen und dagegen mit aller Macht zu arbeiten, den der Papst, diesen Eid, überhaupt kein Recht hatte zu fordern, auch wenn er Bischof von Rom wäre. Denn, so fährt Martin Luther fort, ein Bischof der Kirchen kann nicht Eid noch Pflicht nehmen von Fremden, von Freien, von weltlichen Herren, noch von einem anderen Bischof, weil alle Bischöfe und Kirchen gleich sind. Der römische Bischof ist nicht mehr als die anderen. Aber der Papst setzt sich darüber hinweg und maßt sich eine Macht an, die er nicht hat, die er aber bekommen hat vom Teufel, die wir eben in Offenbarung 13 bereits gelesen haben. Denn ein Bischof der Kirchen kann nicht Eid noch Pflicht nehmen von Fremden, Freien und weltlichen Herren. Er kann auch noch Eid noch Pflicht nehmen von einem anderen Bischof, weil alle Bischöfe und Kirchen gleich sind. Er hätte denn auch weltliche eigene Untertanen daneben. Und weniger hat, solch der Papst Macht und Recht, der kein Bischof noch Christ sein kann noch je gewesen, sondern des Teufels Frucht ist. Ein verflucht, verdammt fremd Regiment, das nichts denn der Christenheit Verderb und Verwüstung ist. Es kann niemand ein Eid wider Gott tun. Und ob er's täte, ist ebenso viel als dem Teufel selbst getan. Es kann niemand einen Eid wider Gott tun. Und wenn er's täte, dann ist es genauso viel, als würde er einen Eid gegenüber dem Teufel ablegen, heißt dieser Satz ins Neudeutsche übersetzt. Welches man soll, wo es erkannt wird, flugs zu reißen, wie die Jura selbst auch sagen, und da wieder tun aus Kraft des ersten und anderen Gebots. Du sollt keinen anderen Gott haben und seinen Namen nicht missbrauchen. So also sind Kaiser und Könige und Bischöfe ihres Eids los, so dem Papst getan ist, und schuldig dafür dem Papst wieder zustehen in allen seinen Werken, denn solcher Eid ist dem Teufel getan, als wenn die Schafe dem Wolfe geschworen hätten unter dem Namen ihres frommen Hirten.
Es gibt da ein schönes Bild. Mal sehen, ob ich daran denke, das hier in das Video mit einzuarbeiten. Wo die Schafe, ich glaube, das ist in Niederländisch sogar, sagen das Bild: Was haben wir getan, dass wir beim Wolf zur Beichte gehen? Das ist genau das, wo Martin Luther hier drüber schreibt. Also sind Kaiser und Könige und Bischöfe ihres Eids los, also von ihrem Eid losgesagt. So er denn dem Papst getan ist, also zu dem Papst gesprochen wurde, dieser Eid, und schuldig dafür, dem Papst zu widerstehen in all seinen Werken, denn ein solcher Eid, der dem Teufel getan ist, ist, als wären die Schafe dem Wolfe geschworen unter dem Namen ihres frommen Hirten. Und hie sollten die Juristen, denn der Papst will ein Jurist sein und Lehrer aller Juristen, repetundarum mit ihm spielen. So, was heißt repetendarum? Da habe ich mir eine Note gemacht. Auf Seite 367 in der englischen Version gibt es eine Fußnote, die sagt, repetundarum ist ein anderer gesetzlicher, legaler Term, bei welchem Luther meint, dass der Papst sollte verfolgt werden. Repetundarum. Ne? Also wie wir das hier in dem Buch lesen, und hier sollten die Juristen, weil der Papst selbst soll ja auch ein Jurist sein und Lehrer aller Juristen, repetundarum mit ihm spielen. Ein weiterer legaler Term, mit welchem Luther meint, der Papst sollte verfolgt können werden. Denn weil er nicht ein Bischof noch Christ, sondern ein Heide, ja, ein ungezähmter Bärwolf ist, der alles zureißt und verwüstet und die Schlüssel der Kirchen zu sich gerissen hat, welche ihm doch nie befohlen, sondern St. Peter allein verheißen sind, wie die Worte in Matthäus 16 klärlich lauten und die Juristen de futuro verstehen. Wir Theologen aber weiter hierzu sagen, wenn sie gleich St. Peter verheißen, dazu auch gegeben wären, dass dennoch damit nicht beweiset wäre, dass alleine die römische Kirche solche Schlüssel haben könnte, weil St. Peter mehr Kirchen hätte gestiftet. Abgesehen davon, dass er die römische Kirche überhaupt nicht gestiftet hat, selbst wenn, wir haben vorher in diesem Buch bereits bewiesen, dass St. Peter, also Petrus, der Apostel Petrus, noch andere Kirchen gestiftet hat, weil er war nämlich noch in anderen Regionen damals unterwegs. Und warum sollte, wenn alle Kirchen gleich sind, die römische Kirche über allen stehen? Das ist die Frage, die Luther hier mit anderen Worten wieder stellt und die wir uns auch stellen müssen. Die wir uns dann stellen müssen, wenn wir dem Papst folgen. Ich stelle mir die Frage nicht, ich verstehe es. Es steht in der Bibel da deutlich geschrieben, wir sind alle Brüder und Schwestern und einer ist das Haupt, das ist Jesus Christus. Es gibt keine eine Kirche, die über der anderen steht. Es gibt keinen einen Bischof, der über einem anderen steht. Und das ist der Punkt, auf den wir hier in diesem Satz herausgehen. Wenn sie gleich St. Peter verheißen, dazu auch gegeben wären die Schlüssel, dass dennoch damit nicht beweiset wäre, dass allein die römische Kirche solche Schlüssel haben könnte, weil St. Peter mehr Kirchen hätte gestiftet. Denn die römische Kirche, hat er sie anders gestiftet, welches ungewiss und unbeweiset bleibt ewiglich, welchen ebenso wohl die Schlüssel von St. Peter, ihrem Apostel, als der römische Kirchen mussten gegeben sein. Der Papst aber, nachdem kein Bischof mehr zu Rom gewesen, solche Schlüssel, ehe sie St. Peter gegeben, gestohlen und geraubt, sich derselben unterwunden, damit gebaret, als wären sie sein allein. Und eigen, so er doch ein Fremdtier und Bärwolf in die Kirchen sich gedrungen hat und von Christo, wie gehört, verdammt ist. Ein Bärwolf, also der Papst, der sich doch ein Fremdtier und Bärwolf in die Kirchen sich gedrungen hat. Das ist genau das, vor dem Jesus Christus uns warnt in der Bibel. Denn in Matthäus Kapitel 7, Vers 15 lesen wir: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe.
Das ist genau das, von dem Martin Luther hier spricht. Jesus hat es alles vorhergesagt. Man muss es nur lesen und verstehen. Der Papst aber, nachdem kein Bischof mehr zu Rom gewesen, solche Schlüssel, ehe sie St. Peter gegeben, gestohlen und geraubt, sich derselben unterwunden, damit gebaret, als wären sie sein allein und eigen, so er doch ein Fremdtier und Beerwolf in die Kirchen sich gedrungen hat und von Christo, wie gehört, verdammt ist. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Fährt Jesus hier fort. Martin Luther fährt fort auf Seite 79. So sollten nun die Juristen ihre Herren, Kaiser, Könige, Bischöfe, Fürsten und Herren vermahnen, wie sie schuldig sind, wo sie Christen und selig werden wollen, und nicht aufhören, bis sie den verdammten Papst zwungen, ad restitutionem alles wiederzugeben und zu erstatten, was er von Anfang des Papsttums mit den Schlüsseln gestohlen, geraubt und in der Kirche getan hätte. Dieser Satz fragt wieder mal eine kleine Erklärung. So sollten nun die Juristen ihre Herren, Kaiser, Könige, Bischöfe, Fürsten und Herren vermahnen, wie sie schuldig sind und nicht aufhören sollten, bis sie den verdammten Papst gezwungen haben, ad restitutionem alles wiederzugeben und zu erstatten, was er von Anfang des Papsttums mit den Schlüsseln gestohlen hat. Ja, hier muss ich einen wichtigen Kommentar sprechen. Wir haben in diesem Buch und überhaupt durch die Geschichte und andere Buchlesungen und was gelernt, dass der Papst sich Dinge aneignet, die nicht von ihm sind. Wir hatten ja auch gesprochen unter anderem über die Schenkung von Konstantin, ich glaube in der dritten Lesung des Buches. Und darauf basiert der Papst eben, dass er seinen Raubzug durch die Welt gehalten hat. Und all den Reichtum, den der Vatikan und die römisch-katholische Kirche sich im Laufe der Jahrhunderte angeeignet hat, hat sie sich nur angeeignet dadurch, dass sie es anderen Menschen gestohlen hat. Nun, der wichtige Punkt, den ich sagen will, ist folgender. Hier schreibt Martin Luther, den verdammten Papst zwingen, ad restitutionem alles wiederzugeben und zu erstatten, was er von Anfang an aufgrund dessen, dass er sich die Schlüssel angeeignet hat, gestohlen, geraubt und in der Kirche getan hätte. Also, der Papst ist verpflichtet, alles wiederzugeben, was er unrechtmäßig, weil er sich unrechtmäßigerweise die Schlüssel von St. Petrus angeeignet hat, was er sich alles angeeignet hat, muss er alles zurückgeben. Das sagt Luther hier. Und das ist ja mit der Reformation eben auch passiert, mit dem Protestantismus. Der Papst hat nicht alles zurückgegeben, aber der Papst hat, das Papsttum hat, die römisch-katholische Kirche hat, viel von ihrer Macht verloren, aber auch viel von ihrem, zwischen Anführungszeichen, Eigentum verloren, was ja niemals ihr Eigentum war. Sie hat ja immer alles gestohlen. Wenn sie es nicht von Menschen gestohlen hat, hat sie es von Gott gestohlen. Der Punkt, den ich machen will, ist der folgende. Wenn wir heutzutage sprechen über die neue Weltordnung, die ja im Grunde nichts anderes ist als die alte Weltordnung wiederhergestellt, die Zeit vor der Reformation oder vor dem Protestantismus, auf globaler Ebene dieses Mal. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz sagen wollte, Entschuldigung. Also, durch den Protestantismus wurden dem Papst der römisch-katholischen Kirche viele Dinge genommen. Und wie in Offenbarung 13 steht, mit der tödlich erscheinenden Wunde, ist das ja so, der Papst schien tot und deswegen sind ihm viele Dinge genommen worden. Nun, das wurde ihm aber damals alles genommen, vor allen Dingen während der Zeit der Reformation, weil die Leute damals, und zwar der normale Mensch auf der Straße, der die Bibel gelesen hat, der Klerus, der nicht von der römisch-katholischen Kirche war, sondern der sich aus diesen neuen protestantischen Kirchen gebildet hat, selbst Könige, Kaiser und Fürsten wussten, dass der Papst der Antichrist ist.
Und weil sie wussten und danach handelten, dass er der Antichrist ist, haben sie ihm Dinge entnommen. Nun hat der Papst mit der Gründung des Jesuitenordens die Konterreformation in die Wege geleitet. Also nach der Reformation die Konterreformation. Und die Konterreformation hat dazu geführt, dass wir heute, 500 Jahre nachdem Martin Luther beinahe seine Thesen in Wittenberg angeschlagen hat, dass wir heute so weit sind, dass keiner, der man auf der Straße fragt, wer der Antichrist ist, noch auf den Papst weist. Deswegen ja diese Wichtigkeit des Buches zu lesen hier. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ganz logisch. Dem Papst wurden, oder der römisch-katholischen Kirche, wurden Besitztümer, Titel, Reichtum und alles weggenommen, aufgrund dessen, weil die Welt, sage ich jetzt mal, zu dem Zeitpunkt erkannt hat, dass das Papsttum der Antichrist ist. Durch die Zukunftslehre, komme ich wieder drauf zurück, die aus der Konterreformation, aus dem Jesuitenorden Mitte des 16. Jahrhunderts entsprang und zum Ende des 16. Jahrhunderts in Schrift gefasst wurde von Francisco Ribera und dann später im 16. Jahrhundert von Kardinal Bellarmine aufgenommen wurde und seiner Befreiungstheologie, was auch wieder so eine große Irreführung ist, das dafür gesorgt hat, zusammen mit dem Oxford, mit der Oxford-Bewegung in den 1830er Jahren in England, wo die römisch-katholische Kirche auf einmal wieder Macht bekommen hatte, mit der ökumenischen Bewegung, die in Turbogang übergeschaltet hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil aus den 1960er Jahren, knapp vor 50 Jahren heutzutage, durch all diese Lehren, die die Konterreformation seitdem verbreitet hat, es heute in der Welt kein Mensch mehr weiß und kein Mensch mehr protestiert, dass der Papst der Antichrist ist. Nun sagt der Papst, ja, ihr habt mir damals Besitztümer, Reichtümer, Geld, Ländereien, Macht weggenommen, weil ihr meintet, dass ich der Antichrist bin. Heute aber vertritt diese Lehre niemand mehr. Also müsst ihr mir alles wiedergeben, was ihr mir damals genommen habt. Unrechtmäßig, weil wenn ich nicht der Antichrist bin, dann bin ich der wirkliche, einzige und wahre Vertreter Gottes auf Erden. Und damit sind alle einverstanden. Alle, die den Papst nicht als Antichrist protestieren, sind einverstanden damit, dass der Papst nicht der Antichrist ist. Wenn der Papst nicht der Antichrist ist, dann kann er nur der rechtmäßige Stellvertreter Jesu Christi auf Erden sein. Wenn er denn der rechtmäßige Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist, wenn er denn der rechtmäßige Stellvertreter Gottes auf Erden ist, dann gehört ihm alles. Weil in der Bibel steht's geschrieben, die Erde ist mein und alles, was darin ist, sagt der Herr. Wenn der Papst also der Vertreter Gottes ist, dann gehört ihm alles. Und dann müssen wir ihm auch alles geben. Dann gibt es keinen Privatbesitz mehr. Und da kommen wir zu der Agenda der sogenannten neuen Weltordnung, was nichts anderes ist, als die Macht des Papsttums wiederhergestellt zu den Zeiten vor der Reformation, vor 1517. Ich hoffe, dass ihr das gut verstanden habt, weil das ist essentiell. Alles, was heute in der Welt geschieht, an Politik, an Kriegen, das passiert lediglich dazu, um dafür zu sorgen, dem Papst alle Macht zurückzugeben, die er damals verloren hat. Die Wunde heilt, wie er in Offenbarung beschrieben ist, Offenbarung 13. Ne? Die Wunde heilt wieder. Wenn die Wunde wieder geheilt ist, dann hat der Papst alles zurück. Und dann ist der Papst, da niemand ihn als Antichristen identifiziert,
der Stellvertreter Christus oder der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und da Gott, wie in der Bibel geschrieben steht, alles gehört, gehört eben alles dem Papst. Uns gehört nichts. Deswegen gibt es keinen Privatbesitz. Und da gibt es ja wunderbare theologische Werke zu, christlich, also christliche, katholische Werke zu. Päpstliche Bulla Caritas in Veritate zum Beispiel. Sollte man mal lesen, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Die ganze Arbeit von Thomas von Aquin, sein Summa Theologica, fasst es schon im 13. Jahrhundert alles zusammen. Das ist heute noch genauso gültig. Der Papst spricht heute, wenn er irgendwo auftritt, wie zum Beispiel in 2015, als er vor einer Versammlung des Kongresses und Senats in Amerika aufgetreten ist, hat er, glaube ich, sechsmal das Wort gebraucht, Common Good, ja, Gemeinschaftsgüter. Da Gemeinschaftsgüter sind keine individuellen Güter. Ne? Individueller Besitz wird unter der neuen Weltordnung, wie es auch unter der alten Weltordnung war, abgesprochen. Alles gehört dem Papst. Und wenn halt alle politischen Führer, und die werden ja zwischen Anführungsstrichen gewählt von dem Volk, damit einverstanden sind, dass der Papst nicht der Antichrist ist, dann ist der Papst der wirkliche, wahre Vertreter Gottes auf Erden. Und damit gehört ihm alles, wie in der Bibel geschrieben steht, ich bin der Herr, die Erde ist mein Schemel, ja, oder mein Sitz, und alles in Erden gehört mir. Die Erde ist mein und alles, was darin ist, so steht es in der Bibel geschrieben. Das heißt also, alles gehört dem Papst. Und da können wir nicht mal irgendwas gegen sagen. Weil wir nicht mehr protestieren, dass der Papst der Antichrist ist. Seht ihr jetzt, wie gefährlich diese Zukunftslüge des zukünftigen Antichristen ist? Die, weil niemand mehr sieht, dass der Papst der Antichrist ist, wird ihm alles an Macht und Reichtümern wieder zugeschoben. Was er damals rechtmäßig verloren hatte, als man erkannt hat, dass das Papsttum der Antichrist ist. Aber die futuristische Lehre des Antichristen, die eben hauptsächlich darauf basiert, wie ich in meinen Videos der größte Betrug seit dem Garten von Eden ja bekannt gegeben habe, auf der falschen Interpretation von Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27, da wird das futuristisch interpretiert. Und deswegen erkennt niemand mehr, dass der Papst der Antichrist ist. Was kann ich noch mehr sagen, um es euch deutlich zu machen? Ich würde mich wirklich mal, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, ich würde mich wirklich mal freuen, wenn ihr dieses Video geschaut habt, Bericht bekomme von denjenigen, die es verstanden haben, dass sie mal schreiben, Jörg, ich habe es verstanden, das Papsttum war, ist und wird immer der biblische, historische und prophetische Antichrist sein. Schreibt mir das mal, dass ich mal weiß, dass ihr das versteht, was ich hier auf biblische und geschichtliche und prophetische Weise euch erkläre. Wenn der Papst nicht der Antichrist ist, dann ist der Papst der rechtmäßige Vertreter Gottes auf Erden. Und deswegen müssen sich alle Könige, Kaiser, Bundeskanzler, Präsidenten und sonst was zu ihm hinbeugen, müssen ihm die Füße küssen, müssen seine Autorität akzeptieren und seine Autorität dann auch in ihren Ländern durchdrücken. Römisch-kanonisches Recht vor das normale zivile Recht stellen. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir vor 500 Jahren waren. Wenn der Papst nicht der Antichrist ist, sondern eine einzelne Person, die wenige Jahre vor Christus Zurückkehr kommt und dann für eine siebenjährige Trübsal sorgen wird und ein Entrücken der Kirche, was alles so nicht in der Bibel steht. Oh, in der Bibel steht drin, dass wir Trübsal haben werden. Ja, Jesus hat es gesagt, dass wir Trübsal haben werden, wenn wir ihm folgen. Natürlich.
Und in Daniel 9,27 steht ja auch drin, dass es Kriege geben wird, bis Jesus Christus zurückkommt. Man muss es halt nur richtig lesen. Und seitdem gibt es ja auch nur Kriege. Wenn der Papst nicht der Antichrist ist, dann ist er der rechtmäßige Stellvertreter Gottes auf Erden. Man kann es nicht auf zwei Weisen haben. Entweder der Papst ist der Antichrist und dann ist es meine christliche Pflicht, ihn als diesen bloßzustellen, ihn als diesen anzuklagen, oder der Papst ist es nicht und dann ist es meine Pflicht, mich ihm zu unterwerfen und ihm die Füße zu küssen. Und er ist dann mein Herr und Meister. Entweder der Papst oder Jesus Christus. Wie ich bereits in der Lesung von Luther 2017 sagte, Christ oder Antichrist, was wählst du? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich zum Ende dieses anderen Stückes kommen würde. Mir fehlen noch knapp 3 Seiten. Aber aufgrund meiner Einleitung und meiner, wie ich fand, wichtigen Erklärung hat das nicht geklappt. Und so werden es noch ein paar Lesungen mehr, bis wir mit dem Buch durch sind. Aber es ist ja nun nicht so schlimm. Hauptsache ist, dass es einsinkt und dass ihr es versteht. Und deswegen nochmal meine intensive Bitte an euch. Wenn ihr es versteht, wenn ihr es begriffen habt, wie die Bibel es meint, und ich versucht habe, euch hier deutlich aufgrund der Bibel, der Historie und der Prophetie zu erklären, und ihr verstanden habt, dass der Papst der Antichrist ist und was das alles beinhaltet, dann lasst es mich bitte wissen. Soweit möchte ich euch herzlich danken fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jörg von Stunde der Wahrheit wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten, beschützen und segnen und euch halten auf den schmalen Pfad zur Erlösung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.